Okay, was haben wir alles im Season Pass, den ich mir wahrscheinlich nicht kaufen werde? Ja, kann ich auch mal reingucken. Also, wir haben hier so eine coole Kapitänsmütze. Ganz am Anfang haben wir Cthulhu. Ach, schau dir eine an! Man kann sich die Jubel anschauen! Das ist einfach, das ist einfach Carmador. Super. Was? Als ob? Krass, oder? Sie haben es nach 2 Jahren geschafft. Oh mein Gott, man kriegt den Seagull. Auch cool. Ist noch so okay. Der Skin ist cool, der Admiral. Gekniffen. Oh, eine Krabbe, das ist eine Krabbe. Oh, die ist so süß. Oh nein. Ultraman, wer ist das denn? Wir sind Ultraman. Das ist Ultralord. Max, das ist die 7. Woche hintereinander, wo du uns Ultralord gezeigt hast. Fall High. Das ist cool, aber den Robo-Hai fand ich besser. Halt's Maul! Yo! Das ist ja richtig cool! Mit den Kraken. Hui! Oh, der sieht süß aus. Blobfisch! Dieses Meme einfach. Dicker Schirm. Ja, die sehe ich auch gerade. Oh, Schwarzangler, der ist cool! Den jetzt noch in so ein bläulich-grün und dann Ocean Man, take me by the hair, lead me to the land. Ja, stimmt. Wenn wir schon über Ocean Man reden. SpongeBob! Gary! Junge, SpongeBob. Mike, du hast den Gary-Hut übersehen. Da war ein Gary-Hut. Level 93. Oh! Oh mein Gott! Wusste er mal? Nee. okay. Oh, das ist süß. Oh mein Gott. Also ich guck erstmal, wie schnell man hier levelt. Vielleicht hole ich mir den Season Pass. Also, ich habe mir den letzten Season Pass nicht durchgeschafft, weil Miku war zwar cool, aber ich hatte schon den Reskin von Miku, der war mir worth it. Das, ich weiß nicht, wie viel kostet das überhaupt? Also, 10 Euro. Genauso viel wie letztes Mal. Ich überleg's mir noch. Auf jeden Fall, SpongeBob ist schon eine Überlegung wert, definitiv. Aber weiß nicht, ob ich so viel Geld ausgeben will für Fall Guys, das sowieso nicht aufs Spiel. Oh Gott, wenn ich jetzt in Show-Auswahl gehe, dann scrollt das so komisch mit. Oh Gott. Samizi, was kannst du denn alles erzählen über diese neue Season? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Theme echt mal wieder kreativ seit langem. Ja, also ich finde so ein Beach-Thema oder halt so unter Wasser finde ich jetzt cool, so zu Weihnachten an sich. Weil, keine Ahnung, wenn es kalt ist, dann wünscht man sich halt wieder den Sommer. Wenn Sommer ist, wünscht man, dass es nicht kalt ist. Also ich finde, das ist schon cool. Was ich zu der Season sagen kann, ja, das war alles, was ich dazu sagen kann. Und zwar, ich weiß nicht. Speedrutsche. Rutsche die Bahn hinunter und rase der Ziehlinie entgegen. Okay, ich weiß nicht, was Mediatonic gedacht hat, aber sie meinten dieses Mal einfach, ja, also ich denke, dieses Mal zeigen wir einfach mal gar nichts. Ja, lasst euch einfach überraschen. Dann haben die letzten Male. Sie haben gestern diesen Pre-Render-Trailer, diesen cinematischen Trailer gezeigt. Und Gameplay haben so nichts gezeigt. Die letzten Male, die letzten paar Seasons war es auch nicht so toll. Da konnte man auch nur sehr wenig sehen, aber diesmal ist wirklich all-time low. Weil du wirklich gar nichts mitbekommen hast von der neuen Season. Bis halt jetzt heute Release. Ja. Also letztes Mal haben sie wenigstens was gezeigt. Auch also wenn das Video online ist, ist es nicht mehr heute, aber egal. Ja. Ich meine, letztes Mal haben sie wenigstens was gezeigt. Auch wenn es irgendwie nur eine Woche vorher war, aber diesmal einfach so gar nichts. Boah, zeigen. What the? Any% time safe? Na, keine Ahnung, was habe ich gemacht? Wo bin ich? Ist das die Qualen-Gelee? Ich frage mich, ob diese neue Rutschmechanik, ob das auch bei alten Maps funktioniert. Oder ob das hier nur für diese Map exklusiv ist. Ich weiß es nicht. Bestimmt machen sie noch neue Rotationen, wo man dann auch so rumslidet. Aua! Ja, zum Beispiel bei Ritterparcours gibt es ja auch so eine Stelle, wo du so eine Stelle runterrutschst. Gibt's Speed Boost! Ich hab's geschafft. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Ich wurde halt richtig getrollerlollt. Oh. Wollen wir rausnehmen? Ja, ja. Komm, es ist die erste Runde. War ja eh nur die erste Runde. Eben. Ja, wenn man jetzt wenigstens mehr XP bekommt, stört mich das nicht. Weil letztes Mal hast du einfach viel zu viel gebraucht. Ich hoffe wirklich, dass man jetzt 7000 für einen Level. Ja, ich hoffe wirklich, dass man jetzt mehr XP bekommt, weil letzte Season war das wirklich gar kein Spaß. Ich hab's gerade nicht mal zur Hälfte geschafft.
Ich habe nichts gekauft. Reifenrutsche. Benutze A und X, also steht bei mir A und X, um mit einem Hechtsprung durch die Reifen zu rutschen und Punkte zu erzielen. Okay, also das gleiche, was wir gerade hatten, nur diesmal mit Punkte sammeln und nicht so als erstes unten. Ja. Ich mag aber den Hintergrund, das sieht schön aus, dass man so unter Wasser ist. Was das bedeutet, aber Fall Guys können unter Wasser leben. Nee, guck mal, wir sind in einer riesigen Kuppel. Ach so, oh, echt? Ja. Was ist das da oben hier, dieses Gelbe, diese Zitrone, was ist das? Eine Zitrone schon mal. Ach so, okay, cool. Aber das finde ich kreativ, mit den Ringen. Ja, das finde ich auch cool. Vor allem, das ist auch ein neuer Gameplay-Style. Finde ich cool, dass sie auch mehr davon jetzt wieder hinzufügen. Oh, das ist ein Goldener. Komm, bring mehr. Den letzten neuen Gameplay-Style hatten wir ja sozusagen in Season 6 mit den Trapezen. Da hatten wir eine neue Mechanik. Mach die Effekte. Ja. Und deshalb finde ich es jetzt cool, weil das ist halt nochmal so ein ganz anderes Gameplay. Was passiert, wenn wir da reingehen? Achso, das ist keine Zitrone, das ist ein Portal. Aber das sieht nicht gut aus, das Portal. Das ist einfach so 2D-BNG, so einfach nur ein Shape. Aber wenn man hier rutscht, das klingt so ein bisschen wie auf Splatoon. Ja, stimmt! Boah, dann aber gleich wieder los auf Splatoon 3, oder? Ja, nächstes neues Season fängt ja auch bald an. Ja, da freue ich mich schon drauf. 1. Dezember bin ich sehr gespannt, weil die neuen Waffen wirken extrem gut. Ja, aber jetzt weniger Splatoon. Ja, jetzt weniger Splatoon, mehr Falligalli. Da habe ich auf jeden Fall mehr Bock, auch ein bisschen mehr Rank zu spielen. Wie weit sieht es bei dir aus? Wie viele Punkte hast du? Das hat noch niemand geschafft. Ich habe 32. Ich habe 33. Okay, jetzt habe ich auch 33. Ich glaube, ich schaffe es als erstes. Also, warte, ich werde als erstes. Komm. Ja! Ich habe als zweites. Oh, nice. Hä? Qualifiziert, ganz unten, richtig fett. So, also, als wäre es nicht offensichtlich. Ja, da stand doch gerade qualifiziert. Jetzt nochmal qualifiziert! Damit wir es auch nicht vergessen. Ist. Ja. Da fehlt irgendein Geräusch. Weiß ich nicht. Da hat ein Geräusch gefehlt, 100 pro. Okay. Das war wieder neue Season, irgendwelche unnötigen Bugs. Das muss halt einfach sein. Oh, ich sehe schon neue Bilder. Da war ein weißes Bild, Bug Nummer 2. Was? Habe ich nicht gesehen bei mir. Bei mir wird kein weißes Bild. Okay, Puzzlefahrt. Folge der Linie, die zum richtigen Ausgang führt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gar nicht vorbereitet für Fall Guys, weil ich weiß erst seit paar Stunden davon. Ja. Okay, gut, ich habe mir den Trailer gestern angeschaut, aber ich dachte halt so, okay, jetzt kommt Trailer, wahrscheinlich in der Woche oder so, das Spiel. Ich habe mir den nicht ganz angeschaut, aber nee. Einfach direkt nächster Tag. Ja, also was bei dem Marketing-Team wieder im Kopf vorging, verstehe ich auch nicht. What were they thinking? Oh, I know. They weren't. Du musst der Linie folgen. Hier ist der richtige Weg. Ach so. Zack, zack. View. Okay, sorry, ich bin letzter. Ich hab's nicht gecheckt. Ja, hier einfach, oder nicht? Ja, das ist doch richtig. Ich mag die neuen Slide Physics, die sind gut. Ja. Ich folge einfach den anderen. Ja? Nee, hier war falsch. Hier? Ja, das ist richtig. Wie weit wurde ich zurückgesetzt? War es echt? Doch richtig gewesen. Nee, ich wurde ein. Alter, na, wenn du falsch liegst, wirst du eins zurückgesetzt. Wo ist denn richtig? Hier links. Hier? Richtig. Leute, du bist viel weiter als ich. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Ich bin wieder komplett zurückgesetzt worden, glaube ich. Ja, man wird, glaube ich, zurückgesetzt, wenn man es falsch macht. Ja, doch, wird man. Verdammt. Ah, ich hab's geschafft, okay. Welches ist es denn? Ich erkenn's nicht, wo ist denn der Anfang hier? Hier, warte, genau da, hinter dir, genau hier? Hinter dir ist der Anfang. Genau hinter dir. Nein, nein, da ist der Anfang. Genau hinter dir. Da wo die. Genau da ist der Anfang. Ich hab keine Ahnung! Links, links. Hier? Das, ja. Ja. Okay, danke. Ich check das nicht so ganz, das Minigame. Ja, es ist halt manchmal schwer, den Anfang zu finden, aber ich glaube, das ist auch der Sinn dahinter. Wo ist denn der Anfang? Ich check es nicht. Ich verschwende so viel Zeit gerade. Hier? Ja, oh mein Gott, ich habe einfach dem anderen gefolgt. Ich bin einfach dem anderen gefolgt. Okay, das check ich noch nicht ganz, das Minigame. Das ist auch fies ein bisschen, weil manchmal versuchen sie den Anfang so ein bisschen zu verstecken. Und dann wirst wie sieht denn der Anfang aus? Es ist quasi, dass diese Linie da genau in den Punkt reingeht. Und manchmal geht der nicht genau rein, deshalb ist es manchmal schwer zu erkennen. Guck mal, jetzt erkennt man hier den hier.
Ja. Den erkennt man gut. Aber wenn da dann so ein Obstacle in der Mitte ist, dann erkennst du ihn gar nicht. Ja, es ist schwerer zu erkennen auf jeden Fall. Aber hier sieht man es jetzt auch bei dem Drehding. Ja, was ist denn hier der Anfang? Ich check's doch noch nicht ganz. Oder? Was schätzt du denn, wie viele Minigames es gibt? Es gibt bestimmt ein neues Finale, immer. Ja, ich denke wahrscheinlich wieder 7. 7 ist ja so eine Zahl, auf die haben sie sich jetzt so. Hatten wir jetzt die letzten beiden Seasons auch. Haben wir schon mal 3 gesehen. 7 ist jetzt wahrscheinlich so, ja, gut. Hä, weißes Bild? Ja, das war bei mir auch gerade. Krakenalarm, jetzt schon Finale. Spring nicht auf die gemusterten Kacheln, um keine Krakenarme anzulocken. Fall nicht ins Wasser, nur einer kann den Kraken überleben. Also, nicht auf die gemusterten. Was? Also nicht auf die Symbole. Ja. Okay. Kann ich ja mal gleich ausprobieren. Darf ich jetzt einfach nicht mal rumstehen, oder was? Oder wie ist das? Hä? Oh oh oh. Ich versteh's nicht ganz. Oh oh. Junge, das ist wie ein Bosskampf, Alter. Was muss ich hier machen? Einfach stehen bleiben? Hä? Oh, das bewegt er. Ach so! Huh, was ist das denn? Oh mein Gott! Der dreht die ganze Plattform um. Ach so, man muss immer achten, wo die Tentakel greifen. Also, ich dachte an den Feldern greifen die, aber nee, die greifen an den Henkel da hinten. Oh Gott. Nein! Der hat den Sprung nicht gemacht! Vollidiot, Guy. Komm, Mützi, du musst es für uns gewinnen. Ausgeschieden! So ganz fett, als wüsste ich's nicht. Oh, man guckt, sieht jetzt auch, wenn Leute einem zuschauen. Naja. Oha! Oh, Mützi! Und dann tanzt er auch noch. Pass auf, nicht, dass die Krakeln dich antatschen. Guck, da kommt schon die nächste. Oh! Oh oh! Hä, ja, und wann endet das? Das wirkt ja irgendwie unendlich. Oh, Mützi, du musst weg da! Mützi, du musst weg da! Alter. Immer in Bewegung bleiben. Boah! Was? Was? Hä? Was? Was zum Teufel? Oh. Bei mir bist du komplett weggeschleudert worden, ohne Grund. Können wir B drücken oder müssen wir warten? Ja, ich will noch wissen, wer gewinnt. Achso. Aber kann man oder kann man nicht? Willst du aufhören und deine Belohnung abholen? Ja, also wir könnten, theoretisch. Okay, der Twitch-Streamer hat gewonnen. By the way, Leute, folgt meinem Twitch. Aktive Streams. Knallantes! Überlebe so lange wie möglich in der zerstörten Arena. Wirf Knallbälle nach anderen Spielern, um sie in den Schleim zu schicken und falle dabei nicht selbst herunter. Okay, also eine kleine Arena. Ja. Wirkt mir aber ein bisschen wie so ein Finale-Spiel. Du-du-dum. Fall nicht runter, okay. Fall. Lol. Bin das nur ich oder ist die Schattierung hier sehr dunkel? Lol, man kann zwischen die Ecken fallen, also zwischen die Kanten, meine ich. Komm ich da durch? Hä? Der Ball, der dreht sich immer so böse. Ich hab Angst. Ah! Knalli, mein kleiner Knalli. Den hab ich runtergeschmissen, Alter. Komm, einfach chillen. Whee! Whee! Und, wie geht's dir so? Ja, dann ist gut. Okay, ich verstehe das Minigame noch nicht so ganz. Ja, man muss halt einfach die Gegner rausschießen mit den Bällen. Ja, aber man kann doch einfach an der großen Plattform chillen, denn da ist es halt sehr einfach. Weil auf der großen Plattform ist es sehr unwahrscheinlich, dass du rausgekickt wirst, hä? Okay. Na gut. Folge, jetzt machen keine Geräusche, das fehlt. Oh ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. New Try! Und ich hoffe, ich fall nicht. Kann ich einfach hier stehen bleiben? In der Theorie? Das ist aber wie Hexagon, ich mache einfach die Dinger kaputt. Ach so, man kann da dreimal drauf springen und bei Rot, wenn man da drauf springt, geht's kaputt. Jetzt check ich das. Du willst mich verarschen. Genau das ist mir auch passiert, Mützi.
Oh Gott, wie sieht mich an? Holly, wie sieht mich alle an? Ah! Wo kann ich denn stehen? Ich soll, am besten ist es eigentlich mittig zu sein. Auch wenn da die meisten Tentacles kommen. Ah! Bonk! Okay, ich muss kurz stehen bleiben und mich umschauen. Miyako hat einen Flip gemacht. Watch that flip, watch that flip. Ich esse einen Flip, denn die sind lecker. Ah! Was zum... Voll die Stirn aufgeschlagen. Aua. Wipfelwirrwarr. Wettrennen gegen die Zeit. Nee, das ist nichts Neues. Das ist... Time Attack. Du kannst denn versuchen jederzeit neu starten, wenn du Y gedrückt hältst. Warum kommen wir direkt in die letzte Runde, hä? Ja, es gibt nur das hier. Nochmal versuchen, du kannst einen Versuch jederzeit neu starten. Ich verstehe diesen Modus nicht ganz. Was muss ich denn jetzt machen? Ja, das ist halt so ein neuer Modus, da geht es halt darum, die beste Zeit aufzustellen. Ich dachte jetzt eigentlich, das ist so, dass jetzt halt jeder für sich alleine spielt, aber nee, trotzdem andere Spieler. Wieso kann ich dann Power-Ups einsammeln, die meine Zeit verringern, hä? Oh Gott, ich habe keinen guten Run. Kriegt man irgendwas, wenn man unter einer Minute ist oder sowas? Kannst Y drücken, dann kannst du nochmal neu anfangen. Nee, ich habe einen Savepoint bekommen. Oh, was? Ich bin komplett wieder am Anfang dann. Oh nein. Ja, aber du hast noch 5 Minuten gezählt zum Leben. Der eigentliche richtige Time Attack Modus ist dann am Wochenende. Achso, das ist ein Übungsmodus hier. Neuer Versuch. Ja, quasi. Kriegt man dann auch Belohnungen hier oder ist das einfach nur so? Weiß nicht, wenn einfach nur so die Level spielen. Das ist ja wirklich einfach nur Training. Ist ein Trainingsmodus, wie wir es schon seit Season 1 wollten. Was ich nicht verstehe, ist, warum denn hier andere Spieler sind. Das hat doch dann nicht mehr wirklich was mit Time Attack zu tun. Kann man die aufhalten? Nee, kann man nicht. Kann man doch. Ja doch, ich laufe nicht durch die durch. Nein, ich habe gesagt, kann ich die aufhalten? Da habe ich gesagt, nee, kann ich nicht. Also ich kann die nicht grabben. Okay. Aber du kannst trotzdem im Weg stehen und die können dir auch im Weg stehen. Okay, am Ende sind nochmal ganz viele Uhren. Mitte. Okay, also 46 Sekunden ist in Ordnung, oder? Ich hatte 35. Boah, krass. Okay, da muss ich besser werden. Keine Ahnung, wie du die 30 erreicht hast. Ich krieg die auf gar keinen Fall hin. Oder? Obwohl. Na, komm schon. Nein! 33! Die besten 5 gewinnen. Ja, dann bleib ich drin, lass ich jetzt so. Okay, jetzt muss ich neu machen. Ist da jemand besser? Ja. Ah, nein. Bad Angie. Miss Input! Should not count, Miss Input. Nochmal neu versuchen. Nein, hallo, auf zu putzen! Oh, 31! Aber es reicht nicht, es reicht lange nicht. Okay, rechts entwickelt schneller, sagst du. Ja, ich sehe auch warum. Ja. Ja, wow, dann hast du halt einen schlechten Spawn. Du musst ganz rechts rüberlaufen, Alter. Okay, sliden. Das ist mein Problem, ich falle hier immer runter. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt muss ich ihn immer noch fertig machen. Mann! Ey, wenn ich zumindest mal eine andere Map hier hätte, ne? Das ist ja Track. Ich bin Platz 6 mit der schlechten Zeit. Ja, wow. Ich war Platz 6. Ich hätte fast gewonnen. Ja, wow. 22, Junge. Alter, was? Das ist ja was Speedrunner, die das spielen. Das kannst du gar nicht gewinnen. SOS, Krankenalarm. Zieh den Tanke raus, doch. Pass gut drauf. Oktopusse schreien laut. Wenn er dich kriegt, ist es aus. Ah! Pentamäßig stark! Was? Zieh den Pfff raus. Was war das? Denkst du, bist lustig? Denkst du, bist lustig, Tails? Hallo, ich bin Tails. Aber nenn mich gerne Schwanz. Nenn mich Schwanz. Ey, auf! Der tanzt.
Den Gangnam Style. Bleib stehen, Bohne! Hey, Roboter dürfen Bohne. Nicht gewinnen! Ich kann es machen! Er schubst mich weg! Er schubst mich weg! Oh mein Gott! Ah, lass mich doch mal! Was passiert? Ja! Das war er jetzt aber selber, das habe ich nicht gemacht, das war er selber. Karma! Bonk! Bonk! Oh fuck! Ja. Whee! Guck mal, wie süß das aussieht mit dem Pinguin. Whee! Oh mein Gott, Schallpunkt-Exe ist in meiner Runde. Whee! Mitzi. Oh, das ist eine unsichtbare Wand. Als ob. Mitzi, mein Fall Guy weint. Oh. Der weint mit vier Ecken. Der hat so pinke Warum vier Ecken. Warum weint er denn? Ja, weil er so auf so viel Karies rumschwimmen muss. Da würde ich auch weinen. Seine armen Pinguin-Zähne, da kann er keine Fische mehr essen. Oh. Oh. Aber zumindest kann er Nummer 1 in Fall Guys Victory Royale werden. Das mit dem Sliden, das stört sich so ein bisschen wie Boost Sonic Spiel. Was ist von den neuen? Anscheinend haben wir jetzt alle neuen gesehen. Gehe ich mal davon aus. Was findest du von den neuen am besten? Also ich finde das hier am besten, weil ich hier am besten drin bin. Ja, ich finde das hier und die normale Rutsche am besten. Ja, ich mag das Tentacle-Spiel auch, aber ich finde, da geht noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Das Rätselspiel finde ich ein bisschen zu gemein. Ja gut, ich habe keine Probleme damit. Ich komme da gut zurecht. Schaut mal hier, Leute, man kann hier unten stehen. Hier, seht ihr das? Collision. Gehst du da unten auch? Was machst du da unten? Du hackst doch. Hacker! Da konnte man vorhin stehen, das habe ich aufgenommen. Hä? Junge, WTF? Wo denn? Das ist schwierig, ja keine Ahnung. Ich komme immer in Sackgassen. Ich guck selber mal. Hä, eigentlich doch hier. Aber das ist falsch. Ich guck mir einfach mal das hier aus, wo der Exo reingeht. Oh, Junge. Ja, das war richtig. Mützi, ich werde für dich gewinnen. Ah, jetzt, okay. Rutsch hier weg? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Der hätte es aber verdient. Pass gut auf, King Queen. Ich zähle auf dich. Guck du für mich um, ja? Wir machen jetzt Teaming. Du guckst für mich um, ob ich die Farbe wechseln muss. Okay. Du weg! Du dummer kleiner Weg!